Ich mag ja den Montag schon sehr gerne, denn da starten wir immer in eine neue Woche des leichteren Lebens. Aber den Dienstag, da muss ich wirklich sagen, den habe ich richtig lieb. Denn da ist unter anderem ganz häufig unsere Sabine Salmann zu Gast mit der veganen Küche. Und auch heute hat sie wieder etwas ganz Besonderes mitgebracht. Ob ihr Kurzurlaub nach Amerika sie beeinflusst hat, das wird sie uns gleich erzählen, denn es gibt Chips. Dips. Probieren Sie das mal 10-mal hintereinander zu sagen. Bei mir hat das nicht funktioniert. Das ist schwierig. Außerdem ist dienstags natürlich auch Zeit für den Hexenkalender. Und da ist sie natürlich auch bei uns im Studio, unsere Hexe, die Stefanie Kralewski. Und die hat heute wirklich ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Denn ich freue mich ja immer über Symbolkräfte. Und heute, da will sie uns mal wirklich die Symbole der Hexen etwas näher bringen, wie damit gearbeitet wird und vor allem natürlich auch, welche Bedeutung sie haben. Und ich sehe keine schwarze Katze. Das wäre ja irgendwie auch so ein... Naja, dann wird sie uns natürlich noch ein bisschen mehr drüber erzählen und die wahre Geschichte, die haben wir heute auch noch im Programm. Außerdem, gerade eben war sie ja noch für Sie bei Astro TV zu sehen, Cora Herfurth-Keck. Die hat heute auch ein mystisches Thema mitgebracht, was gerade gut zum Venusjahr passt, denn da geht es um den Traumprinzen, wie man ihn ja vielleicht doch ein bisschen mit der Kraft der Natur schneller finden kann. Wie das funktionieren soll, Cora Herfurth-Keck gleich bei uns, aber starten tun wir erstmal mit Sabines veganer Küche. Ich war ja gestern noch ein bisschen in Aufregung, weil ich dachte, ich verfolge dich ja bei Instagram und habe gelesen, dass du heute zu Gast sein sollst. Und dann habe ich mir gedacht, aber gestern habe ich die doch noch im Wald irgendwo in Washington gesehen. Wie soll das denn gehen? Wann kommt die wieder? Und dann hat die ja bestimmt auch noch ein klein wenig Jetlag. Aber ganz relaxed steht sie heute da. Wann bist du angekommen? Gestern Abend, so um 17 Uhr. Der Flug hatte noch 2 Stunden Verspätung und ich habe versucht, im Flieger zu schlafen, aber es hat irgendwie alles nicht so funktioniert. Aber mir geht's erstaunlicherweise gut. Ich meine, hoffentlich kommt es jetzt nicht noch nach, aber mir geht's gut. Ja, ja, aber ich finde, das ist doch wirklich auch die Liebe zur Küche, zu ihrer veganen Küche, ja, hier bei Leichter Leben. Denn sowas muntert natürlich auch auf, wobei ich glaube, dass dieser Kurzurlaub, wie lange warst du jetzt? 8 Tage. 8 Tage, die auch gut getan haben, oder? Sehr, sehr. Also ich hatte volles Programm. Ich war in der Ostküste Richtung unterwegs. Also wir sind auch dann von Washington nach New York mit dem Bus gefahren, morgens in aller Frühe 4 Stunden lang. Und habe ich auch so diese ganze wundervolle, atemberaubende Landschaft gesehen und wurde natürlich auch essenstechnisch sehr inspiriert. Naja, was alles auch sehr kalorienreich war und oft gerade am Abend in irgendwelchen Lokalen und Bars gab es halt immer wieder auch Nacho-Chips überbacken, 10-mal frittierte Pommes, ja, in Fett triefend. Lecker, ja, aber auf Dauer... Lecker, Fett triefend, sowas aus deinem Mund. Ja, aber auf Dauer geht es dann doch auf die Hüfte, ja, und dann habe ich auch mal überlegt, na, wie könnte ich denn auch so Nacho-Chips auch vielleicht vegan umwandeln und habe hier noch veganen Käse mitgebracht und werde es unter dem Grill so ein bisschen erwärmen, mit Bohnen, Mais bestreuen und dazu so ein schönes scharfes Chili-Tomaten-Dip dazu machen. Und für alle, die noch ein bisschen kalorienbewusster leben möchten, jetzt auch gerade im Frühling, ja, viele haben schon den Sommerurlaub geplant und machen sich Sorgen, dass der Bikini vielleicht nicht passen könnte, habe ich Gemüse mitgebracht, was ich in so Stiften schneiden werde und werde dazu ein anderes Dip noch machen aus veganem Joghurt, Cashewnüssen, bisschen Zitrone und Dill. Das ist sozusagen mein Plan. Ja, dein Plan war ja auch, dass du zum allerersten Mal nach Amerika gereist bist, genau, um einfach da auch mal so ein Feeling zu bekommen. Ja. Gibt aber eine schöne Geschichte, die eigentlich dahinter steckt. Wir sind ja gerade im Venusjahr und ich habe dich gefragt, ob wir darüber reden dürfen. Na klar. Denn da geht es auch um das Thema wirklich so ein bisschen Liebe, Beziehung, Partnerschaft. Aber ja, dass man vielleicht nicht alles so gleich forcieren muss, sondern ja, gut Ding braucht vielleicht manchmal Weile und da ist ein Mann, den kennst du seit über 30 Jahren. Ja, genau, den kenne ich seit über 30 Jahren. Ich war damals in ihn verliebt. Er war hier stationiert als Soldat bei der Luftwaffe. Und er war damals so ein ganz schöner, ja, Hallodri, hatte ja so viele, viele Frauen um sich herum. Dachte ich auch, na, mit denen bringt es irgendwie nicht. Aber es hat mich damals so ein bisschen verletzt, ne? Und dann habe ich ihn wieder getroffen über Facebook auf eine ganz, und habe ihn irgendwie jetzt ganz anders kennengelernt nach all dieser Zeit. Und wir haben dann wirklich, also, naja, 30 Jahre, da hofft man auch um eine gewisse Entwicklung, oder? Natürlich, also wir haben eigentlich gar nicht
nicht damit gerechnet, dass es noch mal ein bisschen aufflammen könnte. Mhm. Aber damals war so mein Traum, wirklich auch nach Amerika zu gehen. Es ist, als wenn mir noch mal wie so ein Traum des Lebens noch mal präsentiert wird nach dem Motto, jetzt könntest du es haben, weil die Aufforderung war da. aber ja. Willst du es wirklich? Und, spannend. Also, so ist das. Wir lassen dich natürlich auch hier nicht gehen. Also, obwohl, wenn die Liebe einruft, dann will man auch nicht irgendwie dazwischen stehen. Aber es ist eine schöne Geschichte, dass man wirklich sagt, Liebe vergeht irgendwie auch nicht. Ne? Also da ist immer noch ein schönes Gefühl, selbst 30 Jahre später. Ja, auf jeden Fall. Die Liebe bleibt im Herzen. Die Verbindungen mit unseren Seelengefährten, die wir einmal geknüpft haben, die bleiben irgendwo auf da bestehen. Und manchmal geht es halt wirklich auch um eine Begegnung, wo es nicht immer unbedingt um eine Beziehung mündet. Vielleicht auch nochmal, um etwas zu heilen aus der Vergangenheit oder auch Gegensätze zu integrieren, Dinge zu verstehen. Und immer mehr Menschen öffnen sich im Venusjahr mehr für diese gefühlsmäßige Ebene und sind bereit, jetzt vielleicht auch etwas tiefer mehr zu verstehen und zu fühlen, was vielleicht früher nicht so war. Und das erlebe ich auch bei vielen Menschen, auch so mit Leuten, die ich arbeite, Geschäftsfirma von Geschäftsleuten von manchen Firmen, die sehr kopflastig scheinen, erzählen mir plötzlich, ach, ich habe so das Gefühl und sollte ich nicht. Und ich merke einfach die Herzen öffnen sich langsam immer mehr. Ja. Sowohl auch bei mir. Und ich gehe oftmals immer auch vor an manchen Punkten. Und ja. Naja, mal gucken. Also wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Das weißt du, ja? Weil, ja, gerne. ja, und es ist das Venusjahr, deswegen passt heute auch irgendwie alles ganz gut in die Sendung. Herr Fortkeck ist ja da, die uns auch so ein bisschen was erzählen wird darüber, wie wir vielleicht auch unseren Traumprinzen mithilfe von diversen Kräutern, sie sagt quasi mit einem Schlückchen Tee, finden könnten. Aber ein guter Spoiler, oder? Auf später. Dazu kommen wir gleich. Ja. Jetzt wollen wir aber natürlich noch mal ganz kurz einsteigen. Nachos hast du natürlich auch mitgebracht. Das heißt, dafür sind die Tipps natürlich auch gemacht. Wie startest du jetzt? Also mit welchem Tipp fängst du an? Weil es ist ja auch Premiere, es könnte auch was schiefgehen heute, was ich nicht glaube. Also ich starte jetzt erstmal und schneide erstmal hier meine Gemüsesticks und werde die auf dem Teller platzieren. Und dann werde ich anfangen mit dem Tomaten-Chili. Koriander-Dip. Damit werde ich dann beginnen. Das wird dann für die Chips sein. Und danach werde ich dann das Cashew-Dip für das Gemüse zubereiten und werde dann die Chips erwärmen, mit Käse bestreuen und so weiter. So ist der Plan. Starte durch. Ich starte. Damit wir auch wirklich rechtzeitig um 15 Uhr schon ein bisschen was im Bauch bekommen. Ja, scheint wieder alles ein bisschen knapp. Ne? Aber wie war das denn für dich jetzt in Amiland als Veganerin? Also bist du gut zurechtgekommen? Also zwischen all den Burger Kings und McDonalds-Buden? Ich war sehr überrascht, weil ich habe erst gedacht, wer weiß, was ich da überhaupt zu essen finde. Aber als ich dann auch so in den Supermärkten war, da gab es wirklich auch viele vegane Angebote. Sicherlich, da sind halt diese Richtlinien nicht so streng. Man muss sich alles gut durchlesen, was in manchen Dingen so für auch ungesunde Stoffe drin sind. Aber ich habe mich dann da dann doch verhältnismäßig gut durchgesetzt, um meine Ernährung weit beizubehalten. Und auch so, auch in den Restaurants und Imbissen, war ich sehr überrascht, dass es wirklich auch vegane Alternativen war. Mein erster Abend, wo ich sozusagen ankam, war ich in so einer typischen Bar. Und da saß eine farbige Frau neben mir und sie aß einen veganen Burger. Und das war für sie irgendwie selbstverständlich. Das war so meine erste Begegnung. Das hat mich so erfreut. Das war schon so das Zeichen. Ja, ist ja schön. Also jetzt geht's erstmal los wirklich mit dem Kleinmachen der Dips sozusagen. Das heißt die gesunde Variante, damit man auch da die Dips genießen kann. Ich komme dann gleich nochmal zu dir, damit ich dir vielleicht auch ein bisschen bei der Zubereitung der Chips-Dips helfen kann. Ja, sehr gerne. Ich meine, zumindest zugucken kann. Ja, vor allem gerade, wenn man jetzt auch mal so Gemüsesticks sich abends macht. Die haben ja wirklich ganz wenig Kalorien. Und wenn man dann so einen Cashew-Joghurt-Dip dazu isst, dann ist das wirklich auch sehr kalorienarm. Mhm. Ja, es geht ja auch um die gesunde vegane Ernährung bei dir. Jetzt wollen wir Ihnen auch wieder etwas Gutes tun. Denn es geht ja heute auch um die Kraft der Natur. Mit Cora Herfurth-Keck werden wir über bestimmte Mischungen reden, die das Leben auch ein klein wenig liebevoller gestalten können. Und damit Sie auch eine gute Mischung haben, gibt es für Sie heute auch Tee. Tee, der extra für leichter Leben gemacht worden ist von unserem Tee-Experten. Letzte Woche hatte ja Jens Garling mal wieder das große Vergnügen, Tee zubereiten zu dürfen. Und dieses wunderbare Paket, Tasse Plus, leichter Leben Tee, das können Sie heute gewinnen. Aber wie immer machen wir es Ihnen nicht einfach. Wir wollen wissen, was bereitet denn eigentlich unsere Sabine heute zu? A. Käsewürstchen oder B.
vegane Chips-Dips. Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer, sind wir aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für Sie zu erreichen. Der Hinweis auch wie immer, 50 Cent aus dem deutschen Festnetzmobil kann es auch etwas teurer werden. Bis 15 Uhr ist unser Anrufbeantworter geschaltet und 18 Jahre müssen Sie sein, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Jetzt geht's weiter mit den heiligen Symbolen unserer Hexe, der Stefanie Kalewski. Also. Also mit Hexe verbindet man natürlich als in allererster Linie zwei Dinge, nämlich einmal den Besen und einmal die Katze. Ist aber nicht hier im Studio. Ist im Bild. Ich wollte jetzt meine Katze nicht so. Also gehört aber wirklich auch dazu, ja? Also natürlich. Ist jetzt nicht so nur so ein Mythos oder so. Nein, überhaupt nicht. Und es ist gut, dass du das ansprichst. Dann kann man das mal ein bisschen. In meinem Hexenkalender ist für den April ein Pentagramm drin, unter anderem mit einer schwarzen Katze. Und die steht eigentlich symbolisch für die Krafttiere. Denn Hexen hatten schon immer Begleittiere, Katzen, Hunde, Raben, Vögel, die meistens ganz früher meistens eigentlich eher so gepäppelt waren, sprich ein Wildvogel gefunden im Wald und aufgezogen oder ähnliches. Und steht aber auch für die Krafttiere als solches. Die meisten Hexen befassen sich mit Krafttieren in Träumen oder als in schamanischer Art. Mhm. Wobei man aber dazu sagen muss, also die Hexe schlechthin gibt es so nicht. Also Hexentum ist kein geschützter Begriff, es ist kein nichts Festes oder so, sondern Hexe ist immer so ein bisschen vage definiert. Letztendlich geht es darum, dass eine Hexe um die verschiedenen Welten weiß und dort ihren Weg findet, ganz individuell. Es gibt keltische Hexen, es gibt germanische Hexen, es gibt Menschen oder Hexen, die sich mit Schamanismus befassen. Es gibt sogar Hexen, die gar nicht an Götter glauben. Also das ist ganz, ganz verschieden, ganz individuell. Es gibt auch muslimische Hexen. Aber es sind immer alles weise Frauen. Frauen, die schon sehr viel Wissen in sich und mit sich tragen und dieses Wissen natürlich auch breit fächern. Allerdings manchmal natürlich auch, wie wir es aus dem Mittelalter kennen, Angst machen, weil sie eben ja irgendwie doch ein bisschen spooky arbeiten. Ja, aber man muss eine Hexe nicht unbedingt erkennen. Ne? Also eine Hexe kann auch in weißen Sachen rumlaufen oder in Jeans und T-Shirt. Also das hat auch damit nichts zu tun. Das hat mit dem Schmuck nichts zu tun. Man kann Hexen äußerlich überhaupt nicht erkennen. Magnus hat mir gerade durchs Ohr gesagt, dass bei den Kelten teilweise wirklich Kriege nicht geführt worden sind, weil Hexen davon. Hast du abgeraten, das gesagt? Das ist bei den, bei den Germanen auch so. Allerdings wurde es damals nicht Hexen genannt, sondern es war Priesterinnen. Und die hatten einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Übrigens auch im antiken Griechenland hatten Priesterinnen einen sehr, sehr hohen Stellenwert, waren hochgeachtete Frauen, die wahnsinnig viel Geld hatten und die einen wahnsinnigen Einfluss hatten, auch politisch. Mhm. Genau. Der Besen? Der Besen. Der Besen ist zum einen ein Reinigungswerkzeug, also sprich energetisch wird damit der Kraftplatz, der Ritualplatz, an dem man seine Rituale macht, gereinigt von fremden Energien. Und es ist eine Schwelle in die andere Welt. Also das heißt, auch dieses auf dem Besen sitzen, wie man das so kennt, diesen einen das eine Bein in der einen, auf der einen Seite und dann auf der anderen, das ist ein Symbol dafür, dass eine Hexe eben mit beiden Beinen gleichzeitig in verschiedenen Welten steckt. Schön. Du hast ein ganz besonderes Armband mitgebracht, Steffi. Genau. Das ist Schmuck oder ist es für dich doch auch eine Art Werkzeug? Ja, es, sowohl als auch. Also das, ich liebe ja so Klunkerschätze. Ja? Also in dem Fall im wahrsten Sinne, weil es von unserer lieben Elke ist, ja, die ich glaube auch schon mal hier war. Vom Klunkerschatz? Vom Klunkerschatz, genau. Und das hat mich so angeschrien förmlich, weil da einfach alles dran ist, was mir in meinem Hexendasein total wichtig ist. Wir haben hier das Pentagramm unterhalb der Orangen dort. Das Pentagramm, und das ist natürlich ein wahnsinnig starkes Schutzsymbol, das alle Elemente miteinander verbindet, den Geist mit den Elementen verbindet und generell für magische Arbeit steht. Wir haben den Kessel, der ist so ein bisschen höher, so unter der Sonne, da ist ein ganz kleiner niedlicher Kessel dran, genau. Und der Kessel, der steht zum einen auch für die Anderswelt, aber eben auch für Transformation. Das heißt, alles, was man in einen Kessel hineingibt, kommt dort nicht einfach so wieder raus, sondern es wird entweder gekocht, wenn wir damit kochen oder wenn wir räuchern oder auch energetisch arbeiten, dann findet Transformation im Kessel statt. Mhm. Also schon alles, was man so sich ja unter einer Hexe irgendwie vorstellt, hat schon so seine Berechtigung, seine Bedeutung. Genau, es hat schon Gründe. Also auf jeden Fall ein Pentagramm ist nichts Schlechtes, kein Teufelszeichen oder ähnliches. Also da muss man gar keine Angst davor haben. Es ist ein sehr, sehr altes Schutzzeichen, was übrigens auch in Kirchen, ganz oft in alten mittelalterlichen Kirchen findet man Pentagramme.
weil die Menschen damals schon drum wussten. Ja, ist ein bisschen wie so ein Freundschaftskettchen. Heute gibt es ja Moderna oder genau. So, die Pandora-Kettchen. Genau. Aber auch da hat wie so man Bettelarmband, natürlich, genau, wie so ein Bettelarmband. Und man hat natürlich trotzdem auch hier wieder zu dem Schmuck immer eine kleine Geschichte. Also genau. Schmuck, der ja auch quasi ein bisschen stärkt. Genau, und vor allen Dingen die Steine haben natürlich auch Bedeutung. Ne? Wir haben hier einen Amethyst, der auch für Klarheit steht, aber auch für Schutz und für spirituelle Verbindung. Und das ist mir natürlich dann in dem Fall auch ganz wichtig. Aber letztendlich geht es darum, keine Angst vor Symbolen zu haben. Mhm. Das finde ich ja immer so wahnsinnig wichtig. Das heißt, vor den Pentagrammen keine Angst zu haben. Das ist überhaupt nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Es ist was ganz Wunderbares. Mhm. Ja, man muss Ängste verlieren. Ich finde, das ist ja auch immer ein sehr schönes Thema, was wir zum Beispiel an einem Freitag, den 13. unseren Zuschauern mit auf den Weg geben, dass es keine schlechte Bedeutung hat, wenn eine schwarze Katze von links nach rechts wahrscheinlich über die Straße läuft. Von rechts nach links bringt es Glück, ne? Von rechts nach links bringt es Glück. Genau. Von links nach rechts soll es angeblich Unglück bringen. Aber dann habt ihr ja auch immer ein bisschen Salz wahrscheinlich dabei, um das über die Schulter zu werfen, damit es wieder Glück bringt? Möglicherweise. Oder Sand in der Tasche, das hilft auch. Da kann man Grenzen mitziehen. Genau, gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Zum Pentagramm übrigens, wenn man das Pentagramm an die Haustür malt, von innen, ganz klein, das kann ganz unsichtbar passieren, dann bedeutet das einfach oder sorgt es dafür, dass Menschen, die da nicht hineingehören, da nicht reinkommen, energetisch. Schlechte Energien bleiben genau. Sozusagen darin ganz dann genau. Haften. Genau. Mhm. Schön. Ist der April, weil du genau in deinem Hexenkalender ja wirklich auch diese Dinge präsentiert hast, ist der April schon auch so ein Monat, der ein bisschen magisch ist? Ja, weil am Ende des Aprils steht natürlich Walpurgis. Ja, und Walpurgis ist ja neben Halloween eigentlich das Hexenfest schlechthin. Es ist das größte Fruchtbarkeitsfest, was wir im ganzen Jahr haben, wo es um Liebe, um Partnerschaft geht und wo einfach Rituale durchgeführt werden, wo orakelt wird und wo natürlich die Hexen der Sage nach zum Blocksberg fliegen. Ah, und was man ja auch sagen muss, ist, dass dieses Jahr natürlich die Walpurgisnacht wahrscheinlich unter einem ganz anderen, unter einem noch viel besseren Stern steht, denn wir haben das Venusjahr und wenn es um genau diese Dinge geht, dann geht es ja um Liebe. Dann geht es ja genau um die Dinge, die gefördert werden können, oder? Genau, das ist der Fall. Und man kann immer ein bisschen nachhelfen. Nachhelfen unter anderem mit der Kraft der Natur. Und da wird uns Cora Herfurth-Keck gleich ein bisschen mehr darüber erzählen. Denn ein Schlückchen Tee soll schon beitragen können, dass da im Venusjahr vielleicht irgendetwas ins Leben treten kann. Wie sie das meint, das wird sie uns gleich sagen nach einer kurzen Pause. Denn auch hier wollen wir Ihnen noch mal einen kräftigenden Schmuck vorstellen. Von wem? Von keiner anderen als unserer Gabriele Iasetta. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Das hast du sehr gut gemacht. Die Pause ausgenutzt. Man muss kurz vielleicht mal, wenn es ein bisschen lauter wird, dann liegt es an Sabine Salmann, die hier gerade schon anfängt zu pürieren, aber die das jetzt gerade sehr clever abgepasst hat. Cora Herfurth-Keck, jetzt bei uns zu Gast und da geht es um ein Thema. Ja, ich glaube, dass viele unserer Zuschauer auch interessiert, denn es ist das Thema Liebe. Wir sind in diesem Venusjahr und du hast wirklich gesagt, dass manchmal ein Schlückchen Tee wirklich helfen kann, um den Traumprinzen ins Leben zu rufen, ja? Ganz genau, Andrea. Und zunächst mal geht es ja darum, wenn wir einen Traumprinzen haben wollen, einen Menschen, mit dem es passt, der darf ja gerne irdisch gepolt sein. Doch dieses Wort Traumprinz bedeutet ja für uns, der verzichtet auf diese Kriegsspielchen, so dieses ich melde mich, ach nee, meldet sich 3 Tage nicht und ähnliches. Der also bereit ist, Liebe zu leben, anstatt Liebe zu leiden. Und dann ist der allererste Tee der Ackerschachtelhalm, auch Zinnkraut genannt. Ackerschachtelhalm, sagte meine Großmutter, ah,
Das ist jener Halm, der dafür sorgt, dass ich mich erst als alte Schachtel vom Acker mache. Das ist natürlich eine sehr schöne Bedeutung. Er steht also auch aufgrund des hohen Anteils an Kieselsäure. Kann man sich auch gut merken. Ne? Ja, ja. Er steht dafür, uns in die Jugendlichkeit, in die Frische, in die wunderbare, venusbetonte Ausstrahlung wieder hineinzubringen. Also erstmal sorge ich dafür, dass es mir gut geht, aktiviere auch durch den Ackerschachtelhalm mein jugendliches Selbstvertrauen. Jugendlich kann man auch mit 80 sein, dieses Gefühl, ja, jeder Tag bringt was Großartiges. Ja. Und dazu ist der Ackerschachtelhalm ganz praktisch. Ja. Mhm. Den würde ich als allererstes trinken, denn dann habe ich die Ausstrahlung zu sagen, so, mal schauen, wer doch gerne in mein Leben kommen darf, der auch weiß, dass ich ein Geschenk für diesen Menschen bin, so wie er ein Geschenk für mich ist. Wir nutzen ja sehr häufig die Kraft der Natur, sei es über die Heilsteine, Rosenquarz, das wissen wir, glaube ich, alle. Das ist der einzige Stein, den, glaube ich, jeder irgendwo auch wirklich schon mal zu Hause hatte oder zu Hause hat, weil er die Liebe ja auch anziehen soll. Jetzt bräuchte man also auch immer den Ackerschachtelhalm zu Hause als Tee, ja? Ja, gibt es in der Apotheke, sonst wo. Gell? Wichtig ist bei allen Tees, bei allen Kräutern, den Arzt nachfragen, ob sie Medikamente nehmen, Wechselwirkungen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel den nächsten Tee, sage ich gleich, gar nicht vertragen würde, das muss man mit dem Arzt natürlich abklären. Mhm. Also das ist mir immer wichtig. Also selbst die Kraft und die Kräfte der Natur können natürlich einen beeinflussen und das merkt man natürlich auch. Und für den einen ist es positiv, für den anderen ein bisschen negativer. Also da lieber nochmal nachfragen, wobei man bei Tee ja wirklich auch von Naturkräften reden kann. Mhm. Und Tee soll ja auch gut tun. Und man kann eben auch diese Kräfte der Natur verschiedenartig einsetzen. Richtig. Ja. Zum Beispiel, und da kommen wir wirklich zu meinem absoluten Liebesteekraut. Das hat schon wirklich magische Wirkung. Das ist der Hauhechel, in dem Fall aber auch Eindorn oder Weiberkrieg genannt, wie der Name schon sagt. Also früher haben die Frauen diesen Hauhechel, den dornigen Hauhechel geerntet. Ist gar nicht so ohne, den kennen wir vielleicht. Das ist ein Kraut der Schmetterlingsblütersorte. Korbblütler und Schmetterlingsblütler. Wunderbar, Schmetterlingsblütler, sorgt für Schmetterlinge im Bauch. Ist gar nicht so einfach zu ernten, durch die eine spitze Dorne jeweils. Autsch, tut weh. Es werden aber die Wurzeln dieses Tees verwendet. Und da ist der Name Hechel schon drin, ein altes Werkzeug der Bauern. War ganz schön schwierig, an die Wurzeln ranzukommen, so lange Pfahlwurzeln. Sollte man heute gar nicht mehr so holen, wirklich auch in der Apotheke. Die Wurzel wird dafür verwendet. Und den Hauhechel-Tee trinkst du doch bitte entweder sonntags, natürlich der Sonnentag, oder freitags, der Venustag. Oder aber wenn man sagt, oh, ich habe ja einen Menschen, aber der kommt nicht in die Gänge, dann trinke höchstens 3 Tassen Hauhechel-Tee an einem Montag. Also die magischen Liebestage für den Hauhechel-Tee sind, wenn wir es in der Woche anschauen, Montag, damit die Beziehung neu belebt wird, stabilisiert wird, Freitag, um zu sagen, so, jetzt hole ich mir mal jemanden der in mein Leben hinein, der passt, und natürlich sonntags, wenn der Mensch schon auf der Sonnenseite des Erfolges stehen soll. Pro Woche sollte man nicht mehr als 3 Tassen Hauhechel-Tee trinken. Und da gibt es natürlich so ein paar ganz Schlaue, die sagen, kein Problem, montags, freitags, sonntags jeweils eine Tasse passt. Mhm. Dann ist es der Erfolgreiche, der Liebevolle, der Aufmerksame, und ich stabilisiere die Beziehung auch noch. Können wir alles machen. Also so ganz sollte man es dann eigentlich machen. Das wäre die beste Gebrauchsanleitung. Ja, klar. Das Schöne ist, dass es unsere Sendung ja Gott sei Dank immer noch mal nochmal verfolgen gibt, nämlich auf unserem YouTube-Kanal. Sie wissen ja, Leichter Leben finden Sie auch bei YouTube in der Leichter Leben Fan-Mediathek. Einfach mal bei uns oder bei YouTube eingeben und sich am besten gleich mit uns in Verbindung setzen. Das heißt abonnieren, dann sind Sie nämlich jeden Tag bestens informiert. Und dann kann man zeitgleich mit Sabine kochen, aber mit dir den Tee zubereiten, wenn es mal ein bisschen schnell gegangen ist und man nochmal nachhören möchte, wie der Tee denn wirklich besonders gut zu sich genommen werden soll. Ich wusste gar nicht, dass du so mit Kräutern dich da auch schon so aus... Also für mich bist du immer unsere Kristallfrau und so. Aber dass du auch mit dieser Kraft der Natur natürlich arbeitest, aber so viel weißt du über die Kräuter, wusste ich gar nicht.
Da hat mich auch meine Großmutter darin ausgebildet. Ich habe auch schon als Gastautorin ohne meine Namensnennung bei Kräuterbüchern mitgearbeitet, schon in den 90ern. Darf man gar nicht überlegen, wie lang das her ist. Ich habe dieses Jahr tatsächlich 50-jähriges Jubiläum, dass ich mich mit diesen Kräften und allem beschäftige. Meine Großmutter hat mich ab meinem 5. Lebensjahr darin ausgebildet. Und das ist ein wunderbarer Übergang zu dem dritten Kraut, was ganz wichtig sein kann für die Liebe, das Gänsefingerkraut. Früher hat man das dann auch schön gewaschen, klein gehackt wie Schnittlauch auf dem Butterbrot mit ein bisschen Salz drauf. Gänsefingerkraut als Tee getrunken steht im Ruf, dir die Kraft und die Gelassenheit zu geben, auf den Richtigen auch das Auge zu werfen und dass du auch für den Richtigen die eine bist. Gänsefingerkraut, da kann ich mich noch dran erinnern, da war ich 14, Sommerferien, früh morgens um 5 ist mit einer Oma mit mir raus auf die Wiese. Ich war einfach nur müde und schwupps hatte ich ihren Stock im Rücken und sie meinte, bückst du dich jetzt endlich oder muss das Kraut zu dir erst hochwachsen? Und das ist so für mich mit Gänsefingerkraut in Erinnerung geblieben, dieses in die Handlung gehen. Es dient dazu, Schüchternheit zu überwinden, doch es kann dir auch helfen, den treuen Partner zu finden, die treue Liebe zu leben. Und zwar ohne, dass sie langweilig ist. Gänsefingerkraut steht auch im Ruf. Wenn du finanziell gerade ein bisschen klemm bist, gilt es als der Tee, der Glücks- und Geldestee. Nur mal so nebenbei. Ich finde, das klingt alles wunderbar, vor allem, weil man sich natürlich auch hier wieder mit sich selber auseinandersetzt, wirklich auch mal überlegt, was will ich eigentlich, wie soll denn vielleicht auch mein Traummann sein? Und während man dann genüsslich sein Tässchen Tee trinkt und seinen Wunsch quasi Richtung Universum schickt, kann er vielleicht dann irgendwann im Venusjahr tatsächlich erscheinen. Ich komme gleich nochmal zu dir, Cora, denn du hast noch mehr, was du uns erzählen möchtest, aber zunächst machen wir ein kurzes Päuschen, denn wie Cora hervorgeht, Keck, Sabine Salmann und Stefanie Gralewski sind alles Beraterinnen, die Sie über unseren Partner Questico erreichen können. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Ich sehe es als meine besondere Berufung, Sie ein Stück Ihres Weges zu begleiten. Unter anderem bin ich Expertin in Beziehungs- und Partnerschaftsfragen, sowie wenn es um die Fragen Ihrer Kinder und Enkelkinder geht. Selbst in einer Ehe und Partnerschaft, Mutter von 6 Kindern und 6 Enkelkindern, unterstütze ich Sie auch dabei. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung, ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Ich mache Karma-Astrologie. Das mache ich sehr gerne sogar, so ein bisschen zu schauen, was man aus einem vergangenen Leben mitgenommen hat, warum man in diesem Leben so ist, wie man ist oder was man noch abzuarbeiten hat. Dann kann man daran arbeiten, dass man sozusagen sein Leben selber wieder in die Hand nehmen kann oder man versteht, warum man immer zum selben Schlag Charakter eines Menschen vielleicht hingezogen ist, weil man oft sagt, ja, ich lerne immer den gleichen Schlag Männer zum Beispiel kennen. Etwas zu verändern, man muss sich selber verändern, um etwas verändern zu können. Ist man mal 10 Minuten nicht bei Sabine Salmann und zack, ist der Dip schon fertig und ja, auch schon die wunderbaren Zutaten aufgeschnitten. Sieht aus wie eine schöne Sonne. Also man kommt gleich in eine gute Laune, oder? Ja, finde ich auch. So eine energiereiche Kost. Das gibt einem sehr viel Kraft. Und wenn man sich vorstellt, dass man so etwas einfach mal zum Fußballspiel oder so isst, dann hat man auch nicht so ein schlechtes Gewissen. Eben, gerade dieses Jahr, wo die Weltmeisterschaft ja noch vor der Tür steht, da sollten wir vielleicht uns auch mal Gedanken machen, dass sowas an einem schönen Juniabend zum Fußballspiel auch ganz gut schmecken kann. Wie gesagt, eigentlich wollte ich dabei sein. Ja. Zack, keiner hat's mehr. Wie der Dip gemacht wird, nicht wie die Nachos gemacht werden. Die können wir einkaufen. Aber der Dip, erzähl noch mal ganz kurz,
Püriert hast du ihn natürlich, Tomaten sind ganz drin. Einfach, frische, schöne, sonnenreife Tomaten. Und dann habe ich etwas Tomatenmark hinzugegeben, Chilipaste, etwas Salz, eine Prise Zucker, muss nicht sein, kann man auch drauf verzichten, Tomatenmark und ein Bund Koriander und habe das Ganze miteinander püriert und das ist es auch schon. Und du kannst gerne mal, ach so, eine Chilischote habe ich noch mit hinzugegeben. Und du kannst gerne schon einmal auch von den unüberbackenen Chips schon mal ein bisschen was von diesem Dip kosten, wenn du möchtest. Mit einer Salsa? Also mit, es ist ähnlich ja, wie eine Salsa. Auch wenn davon noch was übrig bleibt, kannst du auch am nächsten Tag das erwärmen und in den Nudeln vermischen oder mit dem Reis. Ne? Das ist eigentlich auch eine leckere zum Warmmachen Tomatensoße. Auf jeden Fall, ja, kannst du auch machen. Und es hat halt gleich auch was mit Sommer und guter Laune zu tun. Ne? Also man isst förmlich die gute Laune. Der ein oder andere Zuschauer kann vielleicht auch ein bisschen Chili-Pulver weniger nehmen. Aber wir wissen ja, dass die Sabine es gerne ein bisschen hot mag. Ja? Also, wir haben ja schon wieder eine stronge Salsa sozusagen. Aber das ist natürlich feurig. Ne? Also das ist natürlich schon auch was Spaß macht. Und sagt man nicht auch, dass Schaf auch unser Sexualhormon und alles so? Ja, natürlich. Das ist genau. Und unseren Stoffwechsel auch. Ne? Auch wenn man vielleicht ein bisschen abnehmen möchte. Auch das regt alles halt ein bisschen an. Muss halt jeder gucken, wie er es verträgt. Das hausgemachte Aphrodisiak. Ja, auch Koriander ist auch, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, Koriander ist auch. Ein paar Wörter für mich als Moderatorin sind die unaussprechbar. Ja. Aphrodisiakum. Chips. Und Koriander ist auch ein Aphrodisiakum. Jetzt habe ich die durcheinander gebracht, oder? Sie wissen schon, was wir meinen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein gutes Potenzmittel, sagen wir es mal so. Wollen wir uns um die nächste Dip kümmern? Auf die bin ich nämlich sehr gespannt und ich glaube, du auch. Denn genau. Die hat Premiere, die hast du noch nie gemacht, sondern dir nur so ausgedacht. Habe ich noch nie gemacht. Ich gebe jetzt einfach mal einen Schluck Wasser. Ich muss nochmal für Sie testen, weil Sie wissen, ich will ja auch, dass es Ihnen schmeckt. Und weißt du was? Du hast doch gesehen, wie schnell ich das gemacht habe. Und es ist auch noch gesund. Und da ist einfach pure Lebensenergie, Sonnenenergie drin sozusagen. Und wenn du jetzt Chips kaufen gehst, dann steht oftmals neben den Chips irgendwelche Döschen, Guacamole, Tomatensalze und so. Und man kann sich auch frischer selber machen und hat dann noch mehr davon, auch für weniger Geld. Und wenn man Rest übrig hat, wie gesagt, man kann es für die Tomatensoße verwenden oder halt einfrieren, ne? In kleinen Portionen. Also alleine wie schnell so eine Tomatensoße dann wieder fertiggestellt werden kann. Genau. Also und vor allem sehr schmackhaft. So, guck mal, jetzt habe ich jetzt hier. Da bin ich jetzt echt gespannt. Cashew-Nüsse mit und hier den Joghurt vermischt. Armen Joghurt. Das ist Soja-Joghurt. Man kann natürlich auch anderen Joghurt nehmen. Ich werde dann wahrscheinlich noch einen Spritzer Zitrone, Dill, Salz und Pfeffer hinzugeben. Noch feiner und sämiger wird ein Cashew-Dip, wenn man es über Nacht einweicht in Wasser. Dann wird es ganz, ganz zart. Und das habe ich natürlich selbstverständlicherweise nicht mehr geschafft. Nee, klar, bist ja gestern erst um 17 Uhr gelandet. Genau, und deswegen hoffen wir mal, dass es so auch funktioniert. Jetlag-mäßig bist du aber gar nicht jetzt irgendwie, ne? Also sechs Stunden ist es ja so nach Washington wahrscheinlich. Also 6 Stunden bin ich zurückgeflogen und dann bin ich in London. Nee, meine Zeitverschiebung. Achso, sechs Stunden zurück. Stunden, ne? Ja. Komischerweise nicht. Also es ist eigentlich heutzutage alles gar nicht so ein Problem irgendwie so mit den Distanzen, ne? Und auch Internet und was es alles gibt, ne? Das heißt, was das Venus ja jetzt anbelangt. Ja, genau. Ja, ja, klar. Das schon verstanden. Habe ich nicht dazu gesagt. Das soll man jetzt nur wissen, ne? Ich kann den nicht verstehen, Markus. Es ist extrem laut gerade im Studio. Ich habe jetzt auch extra diesen Ring mitgebracht, weil ich dazu neige, immer zu spritzen. Genau, dich anzuspritzen und dann und der Pulli ist neu. Genau. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Und an dem Punkt, das ist ja ein Experiment, merke ich schon gleich, hätte ich mir das Wasser sparen können, hätte der Joghurt gereicht, weil es wird nämlich ziemlich dünnflüssig. Also auf der Rezeptliste wird dann nicht Wasser stehen. Okay. Deswegen probieren wir die Dinge für Sie aus. Genau. Wir sind sozusagen, wir machen Lifehacks hier für Sie. Gleich noch einen Moment. Einen Moment. So. Der war schon klein gewesen hier. Also ich bin vor allem jetzt gespannt, was jetzt mit dem George Foreman Grill passiert.
Da, zeig mal, ist der denn schon heiß? Warum ist der denn noch nicht heiß? Warum ist der nicht an? Warum ist der nicht Was an? Was ist da passiert? Ich habe ihn angemacht, aber er ist nicht heiß. Der, die Verbindung, irgendwas stimmt da nicht. Ich kümmere mich drum. Mensch. Ich guck mal hier. Das ist halt Live-Fernsehen, ne? Hier die Steckdosen. Ups. Das ist halt Live-Fernsehen. Also hier müsste alle Franzl! Hier klappt was nicht im Studio. Kannst du mal schauen kommen? Kann ich das so lange noch mal kurz pürieren? Gibt's hier nichts. Ah, hast du den Fehler gefunden? Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Liegt daran, glaube ich, dass... Gibt's hier ein Lichtlein? Ein Lichtlein, das brennt? Nein. Aber es wird warm. Ihr müsst nicht mehr kommen. Selbst ist die Frau. Das Problem ist, wenn wir das jetzt wieder loslassen, geht der Stecker wieder raus. Jetzt könnte ich ja sagen, Flo, stell dich mal hier hin und halte mal, bis der George Foreman Grill in warm wird, die Steckdose so nach oben. Dafür ist man ja gerne da. Guck mal. Oh nein, die Haltung jetzt die ganze Zeit, das tut mir richtig, tut mir leid. Dafür gibt es ja gleich was Leckeres zum Essen. Ja, dann bist du auch der Zweite. Er muss sich das Essen hier halt auch wirklich hart verdienen, unser Flo. Jetzt geht es weiter mit, dabei hätte ich jetzt hier gerne noch, mach nicht zu schnell, damit ich da nochmal gucken kann. Ja, ich komm nach, okay. Nach der Steffi nochmal hier kurz vorbei. Gut. Die wahre Geschichte von und mit Stefanie Kalewski, zumindest erzählt von ihr. Die wahre Geschichte, und heute geht es um eine Geschichte, die du erzählen wirst, wo eine Beraterin von unserem Partner Questico weiterhelfen konnte, Annette Unterberger nämlich, die man über den Beratercode 2011 erreichen kann. Bei mir steht 2111. Dann wird das richtig sein. Dann hat sich bei mir in meinem Plan ein kleiner Fehler. Aber während wir reden, wird dein Knöpfchen im Ohr das bestimmt noch mal herausfinden. Es ist, du hast natürlich recht. Du bist selbstverständlich. Ja auch, die weise Frau im Gegensatz zu mir. Deswegen natürlich. Die 2111. Genau. Und es ist so, dass wir hier eine ganz tolle Liebesgeschichte haben, wo es am Anfang, ein bisschen holprig losging, würde ich mal sagen. Eine Dame hat sich verliebt. Hals über Kopf, hat gar nicht geglaubt, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt. Gibt es offenbar doch. Und hat sich gleich relativ früh rausgestellt, das hat der Herr ihr nämlich gebeichtet, dass der eigentlich noch in einer Beziehung ist. Eine Freundin hat, Wochenendbeziehung, glücklich ist es nicht, aber irgendwie hat er nicht die Kraft, da rauszukommen, rauszugehen. Und das war schwierig, natürlich, für die Dame, die gern alles hinschmeißen wollte, aber die Annette ihr sagen konnte, du bleib da mal dran, warte ab. Das löst sich. Und er ist es. Der ist jetzt der Richtige hier für dich. Du wirst das sehen. Und tatsächlich war es dann auch so, dass der Herr sich getrennt hat nach einer Zeit und dann auch eingezogen ist bei der Anruferin. Und eigentlich war alles ganz gut. Und dann dachte sie, Mensch, vielleicht bin ich sogar schwanger. Es wäre ja toll, alles zusammen, ganz wunderbar. Alle haben sich gefreut, nur er nicht so richtig. Und ist holterdiepolter ausgezogen. Und dann natürlich ist ganz wichtig gewesen für die Sabrina, dass Annette da war. Ja, also das heißt, sie aufgefangen hat und gesagt hat, warte das ab, halte es aus, bleib da dran, das lohnt sich. Und so konnte Sabrina einfach auch, also die Anruferin, auch Kraft schöpfen daraus und wirklich auch durchhalten. Und der hat sich dann auch wieder gemeldet und hat dann tatsächlich alles wirklich mit der Ex gekappt. Und es gibt ein richtig wunderbares Happy End, denn die beiden, die wohnen zusammen und es ist alles richtig, richtig gut und werden vermutlich auch heiraten. Ach, wie schön. Also du weißt ja, ich liebe Geschichten mit Happy Ends. Ja. Ob es euch Beratern auch so geht, ich frage mal bei Annette Unterberger mal selber nach. Denn wenn man jemanden hat als Kundin, die ja aufgeregt ist, die Liebeskummer hat, und das wissen wir alle, Liebeskummer, das ist eins der schlimmsten Schmerzen, die ein Mensch durchleben muss quasi. Aber wenn es dann zu einem Happy End kommt, freut man sich da als Beraterin genauso quasi mit, dass man da auch wirklich ins Schwarze getroffen hat, Annette? Hallo? Annette, bist Hallo, du in der Andrea? Leitung? Ja, ich bin in der Leitung, ich höre dich gut. Wunderbar. Das heißt, freut man sich über so ein Happy End und dass man auch in irgendeiner Form wirklich der Dame, der Kundin Mut gemacht hat, am Ball zu bleiben? Ja, natürlich.
Wie hast du denn gearbeitet? Also mit welchen Hilfsmitteln arbeitest du? Ich arbeite ganz unterschiedlich. Ich bin ja auch hellsichtig und um der Kundin natürlich irgendwelche Zeiten zu nennen, muss ich natürlich meine Karten hernehmen, die Zeitkarten, ganz klar. Ich kombiniere so manchmal in verschiedenen Situationen die Beratungsmöglichkeiten. Ich schaue in die Kugel oder ich pendel mal was aus. Aber in dem Fall habe ich jetzt auch ganz, ganz viel über die Hellsicht gearbeitet. Und es kostet natürlich auch eine innere Kraft, weil du darfst dich natürlich da nicht verunsichern lassen, wenn das mal irgendwie so Auswüchse annimmt und dass der Weg nicht immer so gerade ausgeht, wie man sich das gerade vorgestellt hat. Mhm. Hast du aber dann deiner Kundin im Endeffekt auch den Rat gegeben, wirklich auch ein bisschen locker zu lassen, und sie konnte dadurch auch locker mit der Situation umgehen, weil du ja schon das Happy End voraussagen konntest? Ja, ich habe sie natürlich immer wieder beruhigt. Was ich ja auch gesagt habe, ich bin jetzt nicht prädestiniert als Zwischenseherin. Ich ziele immer auf das Endergebnis ab. Also das kann morgen, kann die Katastrophe kommen und ich sehe sie nicht. Ja? Mhm. Aber ich sehe immer die Schritte voraus, wie eine Sache ausgeht. Und ich habe ihr halt immer wieder Mut zugesprochen, habe gesagt, bleib dran. Und außerdem ist ja sowas, so eine Geschichte, eine Entwicklungsphase eines Menschen. Der andere Partner, der hat ja auch so seine Höhen und Tiefen durchzustehen gehabt. Und du bist natürlich ein guter Vermittler, nämlich dass du ja dich mit beiden Seelen quasi verbinden konntest und in beide Seelen ja auch reinhorchen konntest und wusstest, dass es in irgendeiner Form, wenn man sich die Zeit einfach auch mal lässt, zu einem Happy End kommen kann. Ist das Thema Liebe gerade auch so ein Thema, das du besonders gerne berätst, oder hast du noch andere Steckenpferde? Ja, ich habe natürlich noch andere Steckenpferde. Beruf, Partnerschaft, die persönlichen Fähigkeiten, aber auch Geschäftsleute rufen mich an. Querbeet, alles Mögliche. Und wer dich jetzt? Und natürlich jetzt auch das Channeling, ja, also Kontakt zu Verstorbenen, das mache ich auch. Und wer dich natürlich auch mal testen möchte, wer gerne mal in den Kontakt zu dir treten möchte, der kann das auch über unseren Partner Questico tun, denn auch da bist du zu finden. Unter dem Beratercode, jetzt mache ich es richtig, die 2111, genau. Die können Sie eingeben oder Sie fragen einfach nach Annette Unterberger. Auch da werden Sie natürlich fündig. Wie bist du denn am besten irgendwie zu erreichen, Annette? Ich habe meinen ganz festen Zeitplan, der ist aber sehr individuell, je nachdem. Ich habe auch noch einen irdischen Beruf hier im Leben, aber in der Regel immer ab 17 Uhr jeden Tag. Das heißt, man kann sich auf jeden Fall mit dir in Verbindung setzen und dann weiß man, oder es gibt ja auch diese wunderbare Funktion der Rückrufe-Taste sozusagen. Genau. Und auch da wird man auf jeden Fall Hilfe von dir bekommen. Annette, vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank für die schöne Geschichte, vor allem, weil sie natürlich ein Happy End hat. Und das finde ich ja immer persönlich am allerschönsten. Genau. Lass es dir gut gehen und liebe herzliche Grüße. Sag mal, was ist denn heute? Alles klar. Dienstag viele los. Liebe Grüße nach Berlin. Ja, danke schön. Und irgendwo nach Bayern, oder? Ja, aus München. Aus München? Okay. Ja. Ja, krass. Dann liebe Grüße in die Heimat. Das mache ich. Okay. Servus. 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 Jetzt gehe ich mal noch mal kurz rüber zu unserer Sabine, suchst du was? Ja. Ich suche einen Steckdosenhalter schon gefunden hier. So ein Heber suche ich, mein Lieber. Ein Heber? So ein Plastikheber hatten wir sonst immer mal so darunter gehabt. Vielleicht ein. Ach, na fantastisch. Ein Glück habe ich dich gefragt. Wunderbar. Jetzt kommt nämlich hier der spannende Teil. Das sieht schon so lecker aus, oder? Cora, hier läuft doch auch schon. Super, das freut mich. So soll es sein. Das heißt, du hast jetzt, ganz kurz für mich zum Verständnis, du hast da Tacos in den Grill gelegt, oder wie? Genau, ich habe jetzt hier, demonstriere ich nochmal. Ich habe jetzt hier einfach mal so diese. Auf die andere Seite, damit wir Flo besser sehen können, natürlich. In den Grill gelegt und mit veganem Käse bestreut und lasse das so ein bisschen schmelzen. Der vegane Käse, der schmilzt meistens nicht so schnell. Und
Dann lasse ich das Ganze noch ein bisschen schmelzen. Lustigerweise, der riecht auch wirklich wie richtiger Käse, ne? Mhm. Also der vegane Käse. Und der hat auch so eine richtige, schöne... Ordne ich das hier so ein bisschen an und werde das Ganze ab. Dann nur kurz hier so ein bisschen mit grünem Jalapeno bestreuen, wie du siehst, und ein bisschen Mais und Bohnen. Guck mal, so habe ich mir das gedacht. Und dann kann man sich das so nehmen und zusammen futtern. Wir kommen gleich zur Party. Okay. Wir kommen gleich zur Party, wie wir mehr werden können, nämlich noch unseren Traumprinzen kriegen. Da fragen wir bei Cora nochmal nach, denn das ist heute dein Thema, das du mitgebracht hast, Cora. Es geht natürlich auch im Venusjahr vielleicht ein bisschen schneller und einfacher, wenn man die richtigen Hilfsmittel hat, oder? Richtig. Und da ist was ganz Spannendes in Sabines Tipps dabei. Koriander, hat sie vorhin gesagt, hat sie im Bund drin. Koriander steht auch im Ruf, unter anderem für Frauen ist es das Schönheitsmittel. Es wird verwendet bei Haarbruch oder bei Haarausfall. Als Tee getrunken, als Aufguss nach dem Haarewaschen, nochmal so die Haare damit abgespült mit Koriander. Und sie hat Dill drin und Dill hat auch den kleinen internen magischen Namen Männertreu. Nicht zu verwechseln mit der Pflanze, sondern tatsächlich, die Hildegardis von Bingen sagte schon, wenn dein Mann lange auf Reisen sein muss, biete ihm vorher viele Speisen mit dem Kraute des Dilles an, dann weiß er zu schätzen, wer zu Hause auf ihn wartet. Aber hallo, auch so ein bisschen ein Kraut, weil Venusjahr bedeutet ja auch, naja, wir flirten ja schon ein bisschen gern. Und da können wir für alle, die in der Partnerschaft sind oder eben den Partner haben wollen, sagen, na gut, Appetit holen darf man sich außerhalb, aber gegessen wird zu Hause. Mhm. Kannst du dann, aber auch zum Beispiel wirklich sehen, dass durch dieses Wissen, dass wir in diesem Jahr der Liebe, in diesem Venusjahr sind, dass vielleicht auch deine Kunden gelassener jetzt an dieses Thema rangehen, was ja gut ist, dass man einfach nicht, ja, wirklich zu festgefahren auf die Suche geht, sondern dass man sagt, naja, es wird schon in irgendeiner Form passieren. Ganz besonders, zumal wir da Saturn momentan ja noch sehr intensiv haben, als derjenige, der uns sagt, Moment, mal nicht mit den Hufen gescharrt und einfach los, sondern bitte Herz, ja und Verstand in der Kombination. Liebe ist ein Gefühl, die muss ich nicht verstehen, aber ich darf erst mal verstehen, wie ticke ich denn und welcher Mensch passt zu mir? Denn ganz viele, das kennen viele Berater aus den vorherigen Jahren, haben sich ein bisschen verbogen nach dem Motto, Hauptsache ich habe eine Beziehung oder es läuft nicht so toll, wie Stefanie gerade gesagt hat, bei der wahren Geschichte, läuft nicht so toll, aber ich bleibe halt noch. Und dieses Venusjahr und auch so die kleinen magischen Kräuter geben uns die Möglichkeit zu sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Und übrigens, meine Großmutter sagte gerne, Liebe bedeutet, lass ihm oder ihr eine besondere Eigenart. L-I-E-B-E, lass ihm oder ihr eine besondere Eigenart. Und dann pflegte sie zu schmunzeln, hatte als die Hände in die Hüften und meinte, naja, manche Männer sind die Eigenart an sich. Ja, das stimmt natürlich. Da kann dir auch keine Frau wahrscheinlich widersprechen. Ja. Aber du würdest es wahrscheinlich auch unterstreichen, ne? Je gelassener man wirklich auf die Suche quasi geht oder vielleicht gar nicht auf die Suche geht, sondern je gelassener man einfach ins Leben läuft, umso leichter funktionieren natürlich Dinge. Und Gelassenheit, die bekomme ich zum Beispiel auch über die Kräuter, über eine gute Tasse Tee. Ja, und hier auch gerne wieder das Gänsefingerkraut. Das gibt uns ja die Kraft und die Ruhe, ganz entspannt auch diese neue Begegnungen zu leben. Und was natürlich ganz toll ist, Rosmarin zieht Menschen ins Leben, die es gut mit dir meinen. Willst du ein Haus oder eine Wohnung verkaufen, stelle Rosmarin, die Sträucher in den Töpfen, innen, rechts und links von der Haustür, zieht Menschen, die bereit sind, den Wert anzuerkennen. Magst du Liebe leben, in die neue Liebe hinein, trinke vielleicht so 2-3 Mal die Woche ein Tässchen Rosmarin-Tee, verwende Rosmarin gerne in der Küche, bitte nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit, und dann ziehst du Menschen in dein Leben, die es gut mit dir meinen. Also kein Partner, wo so 4-6 Wochen die rosaroten Wolken am Himmel sind und danach bröselt's, kennen leider auch viele,
große Begeisterung und dann lässt es nach. Rosmarin ist das Liebeskraut, damit diese Liebe dauerhaft rosenrot gelebt sein kann. Und finde ich, sieht hier auch immer so schön aus. Alleine als Tischdeko finde ich der Rosmarin auch was ganz Wunderbares. Und es hat auch diesen schönen Duft. Schönen Duft natürlich. Ich kann mich nie beherrschen. Im Hotel drüben steht das als da. Und jedes Mal, wenn ich schaue, erst guckt jemand, ah, guck, dann nehme ich was und knapp. Also, aber weiß man immer, wenn Cora Herfurth Keck bei uns in Berlin ist, dann schrumpft der Rosmarinbaum vom Hotel und die fragen sich immer, jetzt ist der schon wieder kahl gegessen. Sehr lustig. Cora, du bist ja auch ein Genussmensch, oder? Ja, also, ich esse und koche sehr gerne. Könnte ich dich zu unserer kleinen Küchenparty hier drüben gleich noch mit einladen, oder? Na klar doch. Kalten Tee oder warmen Tee? Weil wir haben jetzt gerade heute gelernt, dass man ja quasi 365 Tage im Jahr Tee trinken kann. Also kann man den auch kalt trinken oder kannst sollte man es warm zu sich genießen? Kannst du auch kalt trinken. Dann gerne mit einem Spritzer Zitrone. Erstens erfrischend und zweitens ist Zitrone natürlich auch ein Wirkstoffträger. Herrlich. Ist ja klar, ne? Kaum ist Sabine da. Ich muss es sagen, aber ich habe den Gag schon, du kannst dich nicht reinschleichen wie ein Indianer. Du bist ein Holländer, Entschuldigung. Du bist hier reingetrampelt, aber wolltest jetzt einfach mal hier selber assistieren, ja? Danny? Mir wurde was gesagt, machst du denn hier? Ich soll den Stecker halten. Ich muss ganz schnell ins Studio und er soll... Er hat kein Mikro, deswegen, weißt du, aber hast du gemerkt? Ja, die Sabine lässt sich nicht von jedem in die Brust reden. Ich soll hier einen Stecker halten, wurde mir gesagt. Du sollst den Stecker halten. Ja, oh, es gibt aber acht, es gibt ja was zu essen. Das ist ja ein Zufall. Wolltest du mal wieder ich komme, glaube ich, genau wissen, richtig. Wie man richtig kocht, ja? Sie können jetzt sich aber wieder freuen. Wir gehen auch gleich rüber und Sie können bei unserer Verlosung mitmachen, denn heute, da gibt es wunderbaren leichter Lebentee für Sie. Nicht nur das, sondern die passende Tasse gibt es ebenfalls dazu vom King's Tea Garden. Der war letzte Woche bei Jenselmann zu Gast und hat wunderbaren Tee mitgebracht. Das heißt, wenn Sie an diesen Tee kommen wollen und wir wissen ja, dass Tee uns alle in eine schöne Schwingung bringen kann, dann sollten Sie jetzt noch ein paar Minuten anrufen auf unserem Anrufbeantworter, diese wahnsinnig schwierige Frage beantworten, nämlich was bereitet Sabine uns heute zu? A, die Käsewürstchen oder sind es B, vegane Chips. Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz für Sie zu erreichen. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz mobil kann es gegebenenfalls auch etwas teurer sein. 18 Jahre müssen Sie sein. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Cora, kannst du mal kurz hier den Stecker halten? Weil ich muss jetzt essen. Ich glaube, du kannst jetzt loslassen. Du kannst loslassen, weil ich die letzten Chips jetzt hinlege. Ja. Du bist befreit, Danny. Guck mal. Wir können den wieder hinlegen. Bleib ruhig hier. Nee, reicht gleich. Weil es reicht. Nee, jetzt war es schon peinlich genug, Danny. Jetzt kannst du auch hierher zum Essen mitkommen. Also na, wirklich. Doch, die lasse ich doch noch ein bisschen. Guck mal, dann halte ich auch wieder. Nee, komm. Nein. Weißt du was? Ich mache ihm geschwind einen Tee aus Biogurkenschalen. Das ist nämlich gegen den Heißhunger, weißt du? Oh, und auch gegen so, gilt übrigens in der Liebe auch, wenn du ihn 150 Mal anrufen willst und um den Impuls zu blocken, Gurkenschalentee. Und wie gesagt, auch gegen Heißhungerattacken. Also, Danny, bist fällig. Danny, bist du fällig. Okay. Von der Chor. Wollen wir mal probieren? Ja. Also, zu, meine Lieben. Ich bin jetzt gerade sehr auf den anderen Dip gerade, nämlich auf den Cashew-Joghurt-Dip gespannt. Wie gesagt, was hast du da noch auch Dill mit reingemacht? Optimal ist es, erst richtig fein zu pürieren, wird es erst, wenn man es über Nacht einweicht. Und das werde ich auf jeden Fall in dem Rezept mit angeben. Das habe ich jetzt nicht geschafft, ne, aufgrund meiner Reise. Und das Wasser auf jeden Fall weglegen, weil es reicht. Weglassen, weil es reicht vollkommen, wenn man den Joghurt mit Salz und Pfeffer und Spritzer Zitronensaft mit diesen eingeweichten Cashewnüssen püriert und etwas Dill hinzugibt. Mehr braucht man dazu nicht. Schmeckt sehr, sehr lecker. Ich habe den nicht verstanden, Markus. Greift einfach zu, ja, hier ist auch haut rein. Ganz lecker, aber und, heiße Liebe. Ich wollte den Flo nicht aus dem Bild trennen. Du darfst jetzt den Stecker loslassen, weil es ist fertig. Steffi, ich weiß ja, du bist ja immer so mäkelig, ne? Also, die brauchen wir gar nicht zu unserer Küchenparty gerade einladen, ne? Es macht euch richtig Spaß, ne? Jetzt habe ich schon zweimal gesagt, ihr könnt den Stecker loslassen und wollt es nicht. Ach so. Guck mal, weil ich letzten Chips werde ich nämlich jetzt auch da hinlegen. Jetzt werde ich mal... Das schmeckt gut. Vorsicht mal, mein Kabel. Das schmeckt wirklich richtig. Also das finde ich echt... Mhm. Oh, ist das schmackhaft. Du kannst loslassen. Mm, kommt doch weil rüber, ich nämlich fertig bin. Ha. Da ich bin nämlich schon fertig. Ja.
Sehr, sehr fein. Das Rezept im Übrigen, wir wollen Sabine heute überhaupt nicht stressen, das gibt es erst morgen dann auf Facebook, sodass du erstmal ein bisschen... Sehr aufmerksam. Na, ich finde es eh toll, weißt du, gestern um 17 Uhr gelandet und heute schon wieder quasi... Ja. Ich habe mich auch schon drauf gefreut. Hast du hier schon probiert, Cora? Ja, ich sagte gerade, das ist doch meine heiße Liebe. Käse, ne? Ja, den Chips, den habe ich noch gar nicht probiert. Genau. Mhm. Weiß ich nicht. Das will jetzt nicht. Eisendüse. Oh, Entschuldigung. Ich mach's immer wieder, ne? Ja. Ja, wir freuen uns auf die Autos. Die Sendung ist gleich vorbei, da könnt ihr ungeniert knuspern. Aber unsere Zuschauer kennen uns ja, die haben es ja gerne mittlerweile, wenn wir ihnen was vorknuspern, oder? Da stand milde Jalapeno drauf, ja? Ihr habt mich von Husten gehört. Ich kann eigentlich einiges ab, aber ich hatte da eine scharfe Ecke. Nee, aber hau ruhig drauf dann. Ja, raus dann mit. Übrigens, sind so scharf. Die sind so scharf, dass man sie kaum essen kann, aber hau ruhig drauf. Naja, ich wollte euch nur vorwarnen, ne? Dann erreichst du eines. Der Mann deines Herzens bleibt sprachlos und hört dir zu. Oh, das ist aber gut. Das ist gut. Und veganer Käse, oder wie funktioniert das jetzt wieder? Gourmet? Ja. Welche schmeckt dir besser? Rot. Ich mag das Fruchtige. Das Scharfe und Fruchtige. Ja. Da ist ja mit dabei. Ich mag dieses Cremige hier gerade mit diesen Cashews. Fruchtig, nein, cremig. Fruchtig, nein, cremig. Was war das nochmal? Fruchtzwerge. Nee. Aber da war es doch... Da streiten sie Obstgarten, glaube ich, oder? Ja, genau, Obstgarten. Fruchtig, nein, cremig. Fruchtig, ja, Obstgarten, genau. Was ihr dann mit dem Blick natürlich auch machen könnt, ist im Backofen. Kennt man aber, glaube ich, nicht. Wir haben ja hier keinen Backofen und deswegen habe ich diesen Grill mitgebracht. Ist aus den 80ern, ne? Der Obstgarten? Obstgarten, kennt ihr das noch? Diesen Obstgarten, gibt's den noch? Stimmt, das war doch irgendwie so ein Quark. Aber kam in den, genau, cremig, und Frucht, was man so umrühren konnte, kam ich irgendwie in eine Blick, dann hat man den so... Gibt's den nicht. Da, weißt du, den kennst du, den Obstgarten? 80er Jahre, weißt du, da ist der ja noch gar nicht auf der Welt gewesen. Also mein Aszendent ist ja der Krebs und da sagt man so, du kennst was den auch noch die machen, haben, ja? Das haben die. Also ich wünsche euch jetzt noch... Hurra! Du doch nicht! Du kannst doch nicht so ein Egoist sein. Aber das sicher. Essen hat der Spaß, mein Cora Herford keckt aus. Ja, und alle kennen mich hier. Wenn ich Hunger habe, Leute, dann ist aber Wasser. Trinken, was war das für ein Tee? Das hätte ich auch. Ein Gurkenwasser. Gurkenschalen-Tee. Gegen den Heißhunger. Ich kenne das unter Moskau Mule, kenne ich das. Oh, das kenne ich auch. Aber das ist, glaube ich, nicht so Appetitzüge. Das sind wirklich immer so nette Sendungen, weil das ist so familiär, das ist so schön. Und ich hoffe, Sie haben natürlich auch ein bisschen Spaß mit uns. Aber wichtiger ist, dass Sie natürlich wirklich diese vorzüglichen Dips nachmachen. Das Rezept morgen auf unserer Facebook-Seite. Dass Sie sich auch an die Ratschläge von Cora Herford-Keck halten. Und wenn Sie vergessen haben, wie Sie den Tee zubereiten oder wie Sie ihn trinken sollen, gucken Sie auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Nicht zu vergessen natürlich die weise Frau Stefanie Kralewski mit ihrem Hexenkalender. Auch das lohnt sich nochmal anzugucken. Jetzt lohnt es sich bestimmt, auf den Spruch des Tages zu gucken. Hex von Bibi Blocksberg. Ja. Na, du hast sie vorhin angesprochen, also zumindest den Blocksberg angesprochen. Der spielt im April eine große Rolle und wir können uns den Traummann herhexen. Hex ist das Essen auf dem Tisch. Und Hex ist der Holländer schon wieder. Ja, halt wieder. Und der Flo hat sich auch schon wieder ins Bild gedrängt. Ja, den habe ich reingeholt. Gucken wir mal, was uns morgen so einfach kann es sein. Ja, ich freue mich schon wieder drauf. Haben Sie einen fröhlichen Dienstag? Egal, ob es Aprilwetter ist oder nicht, oder? Ach komm. Und wir sind auch gerne hier im Studio. Wir laden euch, Regie, zur Party ein. Ja. Feiern Sie ebenfalls. Bis morgen. Jetzt im Anschluss übrigens Lorelei und Luke. Rosari. Rosari. Genau. Sind jetzt für Sie da. Tschüssi. Tschüss. Auf Wiedersehen.